Die Güstrow-Card präsentiert Wiedewaldmoden. Bereits in fünfter Generation wird das Geschäft Wiedewaldmoden im Familienbesitz geführt. Die derzeitige Geschäftsinhaberin Stefanie Wiedewald übernahm es von ihrem Vater 2006. Während es 1875 alles mit der Hutmacherei und Kirschnerei begann, hat sich das Angebot entsprechend den Zeiten verändert. Heute bietet Stefanie Wiedewald mit ihren beiden Mitarbeiterinnen und einer Schneidermeisterin ein breites Spektrum. Von Ledertaschen über Reisegepäck bis hin zu Portemonnaies reicht das Angebot. Außerdem wurde es in den Jahren um Kleidung für Herren und Damen erweitert. Marken wie Kemel Active und Gastra gehören zum Sortiment. Was ihr Geschäft ausmacht, formuliert Stefanie Wiedewald. Wer zu uns kommt, der weiß, dass er qualitativ gute Waren bekommt, auf die er sich verlassen kann, von denen er lange etwas hat. Dafür kostet es manchmal auch etwas mehr. Aber wie gesagt, Qualität hat ihren Preis. Wir sind natürlich ein Fachgeschäft, da kann sich jeder Kunde nicht nur die Sachen angucken und anfassen. Da kann er sich dazu beraten lassen, gerade bei den Textilien, bei den Herren, die sind schon immer sehr dankbar, wenn sie beraten werden und nicht das selber sich zusammensuchen müssen. Und auch gerade von den Größen her, wenn man nicht so ganz sicher ist, dann ist das schon schöner, wenn da eine Fachkraft hintersteht, die sieht, welche Größe er braucht, ohne dass er suchen muss. Und das wird eben schon sehr geschätzt. Stefanie Wiedewald ist die letzte in Güstrow gelernte Kirschnerin. Nach ihrer Lehre zog es sie auch in die Welt, kam aber zurück, als die Eltern in Rente gingen. Schon damals aber konnten Kunden die Güstrow-Card im Geschäft nutzen. Die Geschäftsinhaberin ist von diesem System überzeugt. Es ist für alle gut. Der Kunde wird belohnt für seine Treue zu Güstrow, zu den Geschäften. Er bekommt den Rabatt. Wir als Geschäft können eine professionelle Kundenkarte anbieten und nicht irgendwo eine Stempelkarte. Und letztendlich die Güstrow-Card, weil professionelle Kundenkarten gibt es natürlich auch mehrere in Deutschland. Aber für Güstrow ist es eben so, dass die Güstrow-Card ja unsere Region hier stärkt und nicht irgendwo. Und das ist eben auch gut für Güstrow. So wird dieses Unternehmen auch weiterhin mit persönlicher Beratung und der Güstrow-Card punkten.